Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klaus rasiert sich. Und zwar soll es heute mal um, ja, tada, Rasierseifen gehen. Und ich sage jetzt mal stellvertretend dafür um Rasiercremes. Ich fasse das jetzt mal einfach in einem Video zusammen. Und zwar geht es dann, ja, im Großen und Ganzen einfach um die Beschaffung. Wie, wo, was komme ich dran und woher? Die einfachste Lösung ist im Endeffekt, ihr besucht die Drogerie eures Vertrauens. Werdet ihr sowieso wahrscheinlich schon gemacht haben, um an einen Pinsel und einen Rasierer zu kommen. Zumindest im Pinsel, würde ich sagen, hat man schon eine kleine Auswahl, meist so zwei, drei, vier Stück. Die bekommt man eigentlich in jeder Drogerie und ähnlich hält es sich eigentlich mit den Rasierseifen und Rasiercremes. Fangen wir mal ganz klassisch an mit dem Palmolive Stick. Das ist jetzt noch die alte Verpackung. Da gibt es jetzt eine neue, die ist von oben bis unten eigentlich relativ grün-blau gehalten, aber der Stick ist nach wie vor der gleiche. So ein Seifenstick, wenn man den auspackt, sieht so aus, hat hier immer so einen Kunststoff-Pin, aber ich habe den hier in so einer Reisedose drin. Deswegen ist da jetzt erstmal nichts dran. So, gibt verschiedenste Auftragsmöglichkeiten, da wird es demnächst wohl auch nochmal ein einzelnes Video zu geben, aber wie gesagt, so ein Stick, ob jetzt von Wilkinson, von Palmolive, die tun sich beide nicht viel. Euro 50 und man hat so ein Ding. So, weiter kann man jetzt noch gehen. Habe ich in dem Pinselvideo schon mal kurz erwähnt. Im türkischen Supermarkt. Von der Firma hier gibt es sogar Rasierklingen von Derby. Dann gibt es noch Arco, ist eine relativ bekannte türkische Marke. Der Geruch erinnert so ein bisschen an Waschküche. Oh. An Seife, es ist ein seifiger Geruch, also ich finde ihn ganz toll, ist eine ganz klassische Sache. Mag nicht jeder, aber auch da für einen kleinen Taler super Schaumschläger. Gerade für Anfänger vielleicht interessant, die recht einfach und schnell zu einem schaumigen, guten Ergebnis kommen wollen. So. Des Weiteren gibt es dann noch ein bisschen klassischer, ein bisschen edler. Hier sind wir so im Bereich irgendwas um 6 bis 8 Euro im deutschen Handel. Das sind normalerweise 150 Milliliter drin. Pro Raso gibt es in verschiedenen Duftrichtungen. Das ist jetzt hier sensitiv mit irgendwie Menthol, Limette. Nee. Na, ich meine Limette, Menthol war es gewesen und weißer Tee. Wie auch immer jetzt die Geruchsrichtung ist, ist auch eine super Seife. Das ist jetzt hier keine klassisch feste. Das ist eine, ja, Konsistenz, eine Knete. Ja, könnte man Knete zu sagen. Für eine Creme ist es auf jeden Fall noch zu weich. Für eine Creme ist sie noch zu hart. So, ist halt schon die etwas tollere Version. Kostet halt ein bisschen mehr, aber letzten Endes für einen guten Geruch kann man es mal machen. Dazu kann man noch erwähnen, gibt es auch noch eine Pre-Shave-Creme. Die werde ich mal die Tage ausprobieren. Die habe ich bisher noch nicht genutzt. Soll dafür sorgen, dass der Rasierer noch mehr gleitet, noch besser flutscht. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Also liegen beide Produkte ungefähr bei 6 bis 8 Euro. Je nachdem, ist allerdings im deutschen Einzelhandel eher schlecht zu kriegen, es ist eher ein Online-Produkt. Dann packe ich mal einfach mal den Fächer aus. Ich muss sagen, es gibt viel Auswahl an Rasiercremes, finde ich. Und zwar die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle im deutschen Drogerie- und Einzelhandel zu bekommen. Einfach mal ein Klassiker. Tabak, Rasiercreme, Geruch ist nicht jedermanns Sache, lässt sich super schäumen. Wilkinson Rasiercreme, jeder, der den Schaum aus der Büchse kennt und kennt diesen typischen Rasierschaumgeruch, dieses, ich weiß nicht, sportlich frische, wie man es genau nennen mag, das is ist es nur zum selber schäumen. So, DM Hausmarke, wo wir gerade dabei sind, haben auch Pinsel, der Griff ist gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man da ist, man kriegt bei DM eigentlich einen vollen Satz, um anzufangen zu rasieren. Also einfach ein Schweineborstenpinsel, die Palmolive-Seife haben sie auf jeden Fall da. Diese Rasiercreme ist da, der einfache gelbe Wilkinson-Rasierer ist da. Alles zu kriegen. Die ebenfalls in der deutschen Drogeriekette mit den zwei Buchstaben ohne Probleme zu bekommen.
Genauso wie das gute Stück. Entschuldigung, so bekommt man auch in nahezu jeder Drogerie, die es hier in der Gegend gibt, zumindest im Ruhrgebiet. So, um zu erwähnen, sei da noch die. Entschuldigung, wieder falsch rum. Florena-Rasiercreme, die ist aus dem Pennymarkt. Das ist die Penny-Hausmarke, die haben auch eine eigene. Hat mich gewundert, bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Alle sechs Rasiercremes machen super Schaum, gleichermaßen gut, schlecht, einfach, schwierig, wie man es jetzt auch immer nennen mag. Ich würde sagen, dreht die Dinger mal vorsichtig auf. Manchmal sind sie offen, also dass da keine Folie oder was drüber ist. Kurz dran riechen, zudrehen und sich überlegen, mag ich nicht. Ich sag mal, die Tabak ist wirklich recht gewöhnungsbedürftig, es ist Geschmackssache. Ich gehe voll auf den Geruch ab, mir macht das Spaß. Deswegen, da oben steht noch mehr von dem Zeug, riecht alles gleichermaßen und ich find's geil, aber ja, muss man mögen oder halt nicht. Man hasst es oder man mag es. Ähnliches gilt für die Arco. Man liebt sie oder man hasst sie, wobei der Stick, der kostet irgendwann mit 70, 80 Cent hier im Ruhrpott. So, einmal, so sieht so ein Arco-Stick aus. Der ist hier ja, ein bisschen was dicker wie die klassischen deutschen Sticks, aber ich meine, andere Länder, andere Sitten, andere Standards. Jeder wie er will. So, wer in Holland Urlaub macht, dem kann ich noch De Fagulde Hand an die Hand legen. Das ist ein klassischer holländischer, eine klassische holländische Rasierseife. Kostet 2, 3 Euro so ein Döschen. Das ist je nach Jahreszeit und Lust des Händlers. Also auch super Schaumschläger, schmaler Taler, alles toll. Also wer da mal rüberkommt, sucht euch die nächste Drogerie, geht einfach mal rein, fragt nach. Größere Supermärkte haben die auch teilweise. Also auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie gesagt, sind alles hier keine Seifen, die wirklich irgendwie 10 Euro plus kosten, wie so manche englische Seife. Das war es soweit zum Thema Rasierseifen, Rasiercremes. Alle, die ich hier jetzt soweit gezeigt habe, nutze ich gerne im Großen und Ganzen. Da gibt es jetzt keine, wo ich sage, das ist eher nur so nach Tageswochenform, wie ich gerade Lust und Laune auf die Gerüche habe und wo ich gerade Spaß dran habe. Mal was Frisches, mal halt was weniger Frisches. Es gibt auch noch Rasiercremes im türkischen Geschäft, so Menthol drin. Ab ins Gesicht im Sommer bei 30 Grad, man fühlt sich wie im Kühlschrank. Also geiles Gefühl, genauso wie die ProRaso Grün. Ist genauso empfehlenswert. Also die hat denselben Kühleffekt mit dem Menthol da drin. Super Rasierseifen und Rasiercremes im Großen und Ganzen. So, ihr habt gesehen, man kann es übertreiben oder auch nicht. Die sind jetzt alle über einen längeren Zeitraum angesammelt worden. Aber ich meine, wenn man da mal so eine Rasiercreme, ich meine, das ist fast wie Zahnpasta, da kostet so eine Tube dann 1,70, 1,80, 2 Euro. Naja, da hat man mal ganz schnell 3, 4, 5 Tuben kurz überlangen in ein paar Wochen. Also ausprobieren, weil man Spaß dran hat. Ansonsten eine alleine reicht auch. Gut. Ja, das waren so meine 9 Minuten zum Thema Rasierseife, Rasiercremes, wie ich die Sache halte, was ich davon halte. Und man kommt auch mit einem kleinen Taler relativ schaumig gut durch den Tag. Okay, dann würde ich mich jetzt noch über ein Abo freuen. Ein Daumen nach oben könnt ihr auch mal gerne da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!